Lost in Paradise von Mikael Torfason. Denk nicht, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. Denn ich bin gekommen, um zu entzweien. Ein Menschen mit seinem Vater und eine Tochter mit ihrer Mutter und eine junge Ehefrau mit ihrer Schwiegermutter. Jesus von Nazareth. Mama war verschwunden. Ich weiß noch, dass mein Bruder irgendwie mir zuflüsterte, wir sollten uns nicht umschauen, sonst würden wir zu Salz. Salz? Wiederholte ich, noch ziemlich geschwächt, neben ihm auf der Rückbank von Papas Wolga. Ja, wie in Sodom. Wo? Flüsterte unsere Schwester Lilia. Sie kauerte auf der anderen Seite von Ingvi, der in der Mitte saß. Lilia war noch keine 3 Jahre alt und kapierte nie was. Ich war fast 5, meinte ich jedenfalls. Dabei hatte ich erst im nächsten Jahr Geburtstag. Allerdings feierten wir keine Geburtstage und redeten auch nie darüber. Aber das sollte sich in den nächsten Tagen ändern, so wie eigentlich alles in unserem Leben. Es war der 2. Weihnachtstag, was uns gar nicht richtig bewusst war, denn wir waren Zeugen Jehovas und durften kein Weihnachten feiern. Irgendwie erzählte mir andauernd Geschichten über dieses Fest des Lichts und des Friedens, denn er war 8 Jahre alt und in einer richtigen Schule, in der es Weihnachten gab. Auch wenn es ihm streng verboten war, Girlanden zu basteln oder Bilder von den isländischen Weihnachtsgesellen zu malen. Die 13 isländischen Weihnachtsgesellen sind dem isländischen Volksglauben nach raue Kerle, die von ihrer bösen Mutter aus den Bergen zu den Menschen geschickt werden, um die Bauern zu beklauen. Bis Heiligabend kommt jeden Abend einer, der Wurststibitzer, Essnapflecker, Fensterglotzer und so weiter.